So, kommen wir jetzt mit bei Leon rein. GMT Master. Das ist eine Submariner. Oh, sorry, eine Rolex Submariner. Das ist Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. Da habe ich noch eine Uhr. Rolex Dayjust. Big Color. Genau. Und auch ein Iced-Out-Armband von Ice Drip Jewelry. Oh, Front. Speaker. Ja, das ist die MCM-Klatsch. Yo, Leute, was geht ab? Ich bin's, Leon. Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute Die Frage ist, warum ist das Spiel verkehrt? Sehen wir wieder nach langer Zeit, wie viel ist ein Outfit wert in der Hamburger Innenstadt. Und ja, ich bin gespannt, was... Leon hat, also jetzt wirklich no front, aber Leon hat immer dasselbe an. Ein Adidas-Pullover oder eine Alpha-Jacke? Ach, vielleicht dreht er auch alles am selben Tag, das kann auch sein. Wie heißt du? Sean. Sean, was geht ab heute? Nicht viel, nur ein bisschen... Was geht ab? Nicht viel. Also das gibt mir mal zum nächsten... Natürlich No Front ist ein super so normales Outfit, aber das juckt mich jetzt ja halt in dieser Folge nicht. No Front! Ja? Geli, Larissa. Was haben wir hier für Schuhe? Das sind die Stan Smith von Adidas. Adidas, was zahlt man dafür? 100 Euro. 100 Euro? Ja. Wo kriegt man die her? Überall, in jeden Götz. Götz. Ja. Götz. Ja, in jeden Adidas-Laden. Okay, easy going. Deine Hose? Das weiß ich nicht mehr, ey. Hose auf Domina angelehnt. Bro, ich muss sagen, aber so auf Leder angelehnte Leggings finde ich schon wild. Also no Fremdgeh-Season jetzt hier. Das ist einfach nur, der Rest geht jetzt rein um die Leggings. Okay, was haben wir noch? Dein Oberteil? Das hier ist von The Coppels. Ist das eine Felljacke oder was? Die sieht leicht aus. Ihr könnt mal gucken, ob ich wieder lost bin. Wie Stefanie Giesinger. Bisschen, oder? Ja, gut, ich sehe einige Einsen. Ja, das freut mich doch zu sehen. Nee, ist kein echtes Fell. Ist kein echtes Fell, nee. Ne? Ist kein echtes. Was zahlt man dafür? Knapp 500. 500? Mhm. Okay. 500 dafür, dass es nicht echt ist? Oh no, man. Ich muss sagen, dir steht das wirklich sehr gut, auch okay, mit deinen Haaren. Gut kombiniert. Was haben wir noch? Deine Tasche? Ja, das ist die MCM-Klatsch. Die gibt's mit dem Shopper. Mit dem Shopper ja, zusammen? Ja, genau, da ist die schon drinne. Ah, okay, und der Shopper kostet? Ja, MCM bringt auch wirklich gar nichts, muss ich sagen. No front. 50, ja. Easy going. Dann dein Oberteil? Also der Pullover ist von Stanzi. Jetzt fängt das, wie viel ist denn auswert, erst richtig an, wenn der Nummer 1 KMN-Beat kommt. Zanzibar. Ja. Ich glaube 500 Euro. Okay, haben wir noch irgendwas? Ey, wisst ihr was? Ich fühle mich bei so Streams immer wie im Unterricht. Man sitzt so in der letzten Reihe, so zurückgelehnt, hört so zu, was irgendwelche Leute machen und gibt einfach durchgehend dumme Kommentare ab. Immer. So war es auch im Unterricht. Schon damals Reaktionspost gewesen. Okay, Leute, gesamt Outfitpreis finde ich jetzt immer hier ein. Uff. Dann machen wir mal mit deiner Freundin, weil könnt ihr ja mal die Plätze tauschen. Yeah. Okay, Larissa, dann fangen wir auch mal bei dir mit den Schuhen an. Was haben wir da? Ich habe auch Stan Smith an. Das sind auch die Stan Smith von Adidas. 100, ne? Leon hat seit 5 Videos oder so hier diesen schwarzen Fleck und der ist nicht weg. Ja, 100, ja. Wo hast du die her? Seht ihr das? Den hier? Die von Zalando. Zalando. Ja. Hier vom Zalando Outlet oder online? Nee, was juckt's? Internet. Im Internet, okay. Easy going. Okay, deine Hose? Die ist von Topshop. Topshop Hose. Ja. Mhm. Sind die denn bequem? Auch aus dem Internet. Auch aus dem Internet. Ja. Die meisten Frauen kaufen bei Topshop ein. Machen ja. die besten Hosen so? Ja, oder? Die machen sehr gute Hosen, ja. Okay. Auch für kleine Menschen. Ah ja, okay. Ich habe auch einen Kollegen, der ist auch ein bisschen kleiner. Also, Umut. Ich kann auch zu Topshop gehen. Genau. Okay, easy. Hast du einen Gürtel oder so? Mantel, glaube 80, aber ich bin mir nicht sicher. 80 Euro. Ja. Okay, nice. Deine Tasche. Ja. Welche Marke ist das? Das ist Yves Saint Laurent. Ehrlich? Ist das so? Was zahlt man für die? Die sind ja relativ teuer, ne? Ja, 1900. 1900? Ja. 1900, okay. Und ist es denn bequem? Okay, nice. Hast du die hier im Store gekauft? Ja, oder? Habe ich im Alsterhaus gekauft. Okay, bist du zufrieden? Sehr. Bist sehr, sehr. Okay. Feiern würde ich jetzt tatsächlich nicht damit gehen, weil es mir ein bisschen zu schade. Achso, ja, okay. Aber, ja. Essen gehen, shoppen gehen, das. Aber feiern. Ja. Bei der haben immer so ganz coole Off-White-T-Shirts. Ne? Genau. Ja, okay. Mit dem leider zu, wegen Corona. Ich würde sagen, den Hoodie finde ich ganz cool. Eigentlich bin ich nicht so der Gucci-Fan. Ich finde den aber nicht wack, muss ich sagen. Die haben zu, ne? Genau. Bist umsonst hergekommen. Was sagt ihr? Na, eher viel mehr 2. Oh, der Schluck auf, Junge. Ich habe jetzt, glaube ich, die Schuhe und den Pullover hatte ich schon mal an. Ja. Aber so T-Shirts und so. Ja, du brauchst echt mal neue Schuhe. Ich weiß, wir können ja... No front, Leon, Junge. Leon, du brauchst auch mal neue Schuhe. Ja, was haben wir für Schuhe? Erzähl mal. Die Gucci Ace. Ah, ja. Nee, das bringt wirklich nichts. Da kann ich Leon nachvollziehen. 495 Euro. Ja. Genau. Ja.
Was kommt jetzt als nächstes? Ich wollte mir eigentlich Zanottis kaufen. Ja. Oh, aber nee, Bro, keine Zanottis. Die, die ich wollte, waren ja nicht da. Okay. Und jetzt habe ich aktuell... Egal, welche Zanottis du kaufen willst, die sind besser als diese Schuhe, mein Lieber. Ja? Nein. Also die Gucci-Schuhe, finde ich, gehen jetzt gar nicht mehr so. Aber ist auch mein Geschmack. Wenn er sich damit wohlfühlt, wirklich, trag sie gerne. Aber Zanottis mit diesem komischen Schloss dran und so, Bro, also maximal nicht, Leon. Nee, auf gar keinen Fall. Ich kann die nicht mehr sehen. Okay. Ja, die sind schon so 2008. Alter, er steht vor ihm und frontet ihn. Und komplett, jeder hatte die, weißt du, sind jetzt im 2020, deswegen, da muss jetzt mal ein Wechsel stattfinden. Ja, auf jeden Fall jetzt für den Sommer, auf jeden Fall ist neues. Ja, okay, easy. Okay, Pullover? Pullover ist von Gucci. Gucci. In Berlin gekauft, letztes Jahr, also ungefähr so halbes Jahr alt, ja. Ungefähr. Kostet 950 Euro. 950, genau. Ja. Und T-Shirt? T-Shirt ist von Off-White, glaube ich. Ja, von Off-White. Not bad. Da habe ich noch eine Uhr. Rolex, Datejust, wie genau. Color. Was sagt ihr, echt oder nicht? Ich weiß nicht, wie die mit Champagner-Zifferblatt aussehen. Ich denke, ich würde jetzt sagen echt, oder? Yes, real. React is King sagt, es real. Und React is King hat schon einige Scheine hier gelassen. Deswegen traue ich ihm zu, dass er das erkennt. React is King, Junge. Die ist aber original, ne? Ich hatte heute schon wieder so viele Fakes im Video, ne? Aber ich sag das halt nicht immer, weißt du? Ja, die kostet 9.800, also so wie ich die habe. Ja. Genau. Gucci Portemonnaie. Gucci. Ja, ich glaube auch, dass die echt ist. Ganz entspannt. Ja. Wirklich der Gucci-Dorn mit den Gucci-Schuhen, Gucci-Hoodie und Gucci-Portemonnaie. Life ist Gucci. Der Typ kommt sympathisch rüber. Ja, finde ich auch. Okay, Leute, schreibt mal bitte rein, wie ihr das Outfit findet, ne? Also Schuhe und Hose. Ja, okay, die Hose finde ich aber auch ehrlich ein bisschen zu eng unten. Also Schuhe und Pullover finde ich, da muss ein Wechsel stattfinden. Auf jeden Fall. Leon, jetzt ehrlich, was nimmst du dir raus, neben ihm darüber zu urteilen und zu sagen, so ja, da finde ich, muss ein Wechsel stattfinden. Einfach mal Leute fronten, das finde ich ehrlich ein bisschen asozial. Zumal er nicht nach der Meinung gefragt hat. So, naja. Ich trage den einfach so, ist halt zufällig, dass ich dann gleich Klamotten wieder anhab. Aber naja. Normal. Okay, was hast du noch, Digga? mein Autoschlüssel. Autoschlüssel? Ja. BMW? Ja, BMW, genau. Sag mir jetzt bitte nicht, dass du einen Einser hast, mein Lieber. Nee, ich hab einen BMW M. Sag mir bitte nicht, dass du einen Einser hast. Bro, was frontet er so? What the fuck? M2. Ja, genau. Wofür steht denn das M? Für M-Power, M-Sport. M-Power. Weiß nicht, irgendwie so, ja. Ich bin jetzt nicht so into Autos, aber... Okay, also ein neueres Modell. Genau, ist von 2017. Also, echt? Ja, Baujahr 2017. Ich habe es als Jahreswagen gekauft. Ja. Genau. Und was für ein Auto hast du? M2 hast du gesagt. Genau, ne? Ja, das steht auch. Ah, hast du direkt hier geparkt, oder? Ja, genau. Hast du wegen. Sie glauben, dieses Gespräch war zufällig? Einkaufen hier, wegen Peter Teufel, genau. Weil da, ja, lass mal abchecken. Was hast du da? Oh, man. Also ich muss ganz kurz mal leaken. Ihr wisst ja, Abend ist ein Freund von mir, ne? Und Leon sagt am Anfang so, tut mir leid, Leon, fürs Fitner machen, aber... Jo Leute, was geht ab? Ich bin's Leon, willkommen zu einem... Er sagt so, ja, mal gucken, wen wir heute Abend finden. Abend und Leon haben sich einfach extra dafür in der Fußgängerzone getroffen. Ja. Und zufällig stand Abends Wagen auch da. Also mein Geschäftspartner hier und ich. Ja, wollen wir mal kurz zum Auto gehen. Leon, das ist aber teilweise fake hier. Klar, Digga. Darf man mal gucken, oder? Ja, klar. Oder bist du da so ein bisschen diskreter? Nein. Darf man auch Kennzeichen sehen oder muss ich verpixeln, ne? Nein. Ja, nicht schlecht, Digga. Was zahlt man für diesen Wagen? Was gerade? Ja, sei ihm gegönnt, der M2. Das, rate mal. Digga, ist M2, ich weiß nicht, 40.000? Ja. 40.000? Ja, also ich hab den jetzt gebraucht gekauft. Neu kostet der jetzt so ungefähr 60, 70, glaube ich. Ist kein M2. Zweier BMW M-Paket, okay. Ja, und gebraucht habe ich den für 40 jetzt. Und hat der auch Sound? 40? Ja, komm. Der kostet 40.000? 20.000, 25, 27, 30, aber 40 doch nicht, Bro. Gib mal einen Soundcheck hier für die Zuschauer, was so ein 2er BMW drauf hat, ne? Zeig mal ein bisschen von drin, Basti. Ey, ganz kurz, aber nicht, dass du jetzt Gas gibst und auf einmal losfährst. Nein, ich hab alles, alles. Hast du auf P oder was? Ich hab auf P, ja. Okay, mach mal. Der hat aber guten Sound. Ja, okay, ist aber schon ein Unterschied. Ich hatte ja... Porsche Cayman S! Lambo? Der ist noch ein bisschen lauter. Da bin ich fast weggeflogen.
Der war ja richtig laut, ne? Ja. Wenn ich das jetzt so höre, dann denke ich, okay, ist auch schon nicht schlecht, ne? Aber man merkt schon, dass Leon einfach immer so unterschwellig am Fronten, das ist so asozial. Ja, die Schuhe und Hose muss geswitcht werden. Ja, Lambo war natürlich krasser als ein M2-Sound, ne? Muss ich jetzt mal sagen. So lost, wirklich so lost.